Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS 2 Video hier auf Alpha Logistik. Heute sind wir auf der CB Map unterwegs, die hat nämlich ein Update bekommen. Wenn ihr das Video seht, ist das Update vielleicht schon 2, 3, 4 Wochen her. Für mich war es aber gestern erst und ich kann das Video nicht dazwischen schieben. Deswegen, bisschen Verspätung, aber wir fahren auf jeden Fall die CB Map. Neu hinzugekommen ist hier oben die Stadt, die Jekaterinburg, 1,5 Millionen Einwohner. Ich habe mir auch mal so ein bisschen den Showroom-Thread oder den Thread im SCS-Forum angeguckt. Und habe gesehen, wohin die Map erweitert werden soll. Da wird mir auf jeden Fall warm ums Herz. Wir fahren aber jetzt erstmal los. Wir haben ungefähr 200 Kilometer vor uns. Transportieren 18 Tonnen Klebebandrollen. Fahren, wie es aussieht, zu Ikea. Und das Ganze mit einem Actros MP4 von Shumi. Soundmod von Max ist mit dabei. Eigentlich hätte ich gerne auch noch einen, diesen Interieurmod, den es für den Actros MP4 gibt. Den hätte ich gerne auch noch drin gehabt. War jetzt aber leider in dem Moment nicht möglich, weil ich den irgendwie gar nicht mehr in meiner Modliste habe. Ich muss tatsächlich mal gucken, was da los ist. Habe aber nicht mehr so viel Zeit, deswegen habe ich mir gedacht, okay, nehme ich halt mit dem Standard MP4 Shumi Interieur auf. Oh, das Spiel ist gerade ziemlich laut. Ich muss mal ein bisschen leiser drehen für mich. So, schon besser. Ich hoffe, es ist für euch nicht zu laut und dass ihr mich noch gut hören könnt. Also das, wäre ganz cool unterm Strich. Ja, CB Map. Wie der Name schon sagt, Sibirien, ist kompatibel mit Volga Map, Great Steppe und so weiter und so fort. Wenn ihr das Video hier seht, werde ich wahrscheinlich auch schon ein geupdatetes Map-Combo-Video für die 1.46 gemacht haben. Hoffentlich. Und, weil ich habe mittlerweile die Road Connection zur Promo, also von Promo zur Russ Map gefixt. Da gab es ja nochmal ein paar Probleme hier und da. Und ich habe auch noch die Red Sea Map hinzugefügt. Und ich werde jetzt nach dem Video wahrscheinlich die Finnmark Map hinzufügen und dann das neue Video aufnehmen. Dann haben wir die auch nochmal mit drin. Also habe ich meine Map-Kombo dann nochmal ein bisschen erweitert und kann euch nochmal ein bisschen was Neues zeigen. Haben wir halt zwei Videos für die 1.46er Map-Kombo gehabt, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Was ich eigentlich sagen wollte, Sibir-Map. Wie gesagt, Sibirien und ich habe geguckt, wohin die so erweitert werden soll. Der ein oder andere von euch weiß es vielleicht, ich habe Wurzeln, also russische Wurzeln, so. Und tatsächlich auch aus Sibirien, genauer gesagt aus der Stadt Novosibirsk. Die gibt es zwar jetzt noch nicht im Spiel, aber die soll es auf der Sibir-Map geben. Ich habe die Roadmap von denen gesehen, was die alles vorhaben. Und da sind auch Städte wie Omsk und Novosibirsk dabei, die mir durchaus was sagen. Und da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Von da, wo wir jetzt sind, ist Novosibirsk noch so ungefähr 1600 Kilometer östlich entfernt. Also auf jeden Fall noch eine gute Strecke, keine Frage. Aber wenn die Jungs von der Sibir-Map so weitermachen, dann schaffen die das. Und ich freue mich da auf jeden Fall extremst drauf. Was ich vergessen habe, ist ein Russian Traffic Pack, aber eine von den ganzen russischen Maps, die ich drin habe, liefert sowieso russische KI-Fahrzeuge mit. Die sind dadurch überall unterwegs. Und deswegen sehen wir hier und da dann vielleicht trotzdem noch ein sowjetisches Fahrzeug, aber ja, wenn wir es ganz genau nehmen, ganz realistisch haben wollen, müssten es mehr sein. Ja, hier Jekaterinburg wird dem einen oder anderen von euch vielleicht was sagen. 1,5 Millionen Einwohner, ist also auch schon eine relativ einwohnerstarke Stadt in Russland. Und da fahren wir jetzt hin. Er hat auch in den Thread geschrieben, zum Changelog und vom Update, was auch immer, dass die Stadt so wie sie jetzt ist, noch nicht ganz final ist. Aber das Update ist jetzt erstmal so draußen und wir werden uns das Ding jetzt erstmal so angucken. Was ich cool finde, sind diese kleinen Wendehämmer hier quasi auf der Autobahn. Das finde ich ganz geil gemacht. Da vorne steht auch schon die Polizei mit einem Lader, mit zwei Laders und einem Passat sogar, hat irgendjemanden rausgewunken. Muss ja ein ganz schwerer Brocken sein, wenn der von drei Leuten rausgewunken werden muss. Und ja, wir genießen jetzt einfach mal, würde ich sagen, die schöne Landschaft mit unserem wunderschönen Actros MP4. Und ich bin gespannt, wie dann im Endeffekt tatsächlich die Stadt aussieht. Und vor allem aber auch, wie die Performance in der Stadt wird. Weil ich weiß nicht mehr, ob es die Volga-Map war oder die Sibir-Map. Bei einer von beiden hatte ich in einer einzigen Stadt, also wirklich nur in einer Stadt, massivste FPS-Probleme. Also wirklich massivst. Und deswegen bin ich gespannt, ob das jetzt hier auch so sein wird oder, ja, ob wir, was das angeht, verschont bleiben. Oh, da vorne kommt eine Ampel, mitten auf der Autobahn. Das ist natürlich auch gefährlich. Aber nicht unbedingt unrealistisch, zumal das hier jetzt ja keine riesengroße Autobahn ist, sondern mehr sowas wie eine Schnellstraße, wenn wir mal gucken, wie die ausgebaut ist. Aber ja, trotzdem abenteuerlich auf jeden Fall. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wo die Reise mit der CB-Map noch hingeht und wo generell die Reise der ganzen ETS-2-Maps noch hingeht. Auch wo sich die Volga-Map noch weiterhin entwickelt und worauf ich eigentlich am meisten gespannt bin momentan und mich am meisten freue, sind die Sachen von Terra Maps, also die Road to Asia und die Road to Africa, die irgendwann kommen soll. Wie es mit der Road to Asia weitergeht und wie dann die Road to Africa im Endeffekt wird, auch wie groß die im Endeffekt wird, da bin ich schon extrem gespannt drauf. Aber heute, wie gesagt,
Cybermap. Der Pink Panzerfaust hatte mir mal in die Kommentare geschrieben, dass es auch auf der Rustmap mittlerweile wieder neue Bereiche gibt. Oder was heißt neue, sondern welche, die überarbeitet worden sind. Ich glaube, er hatte mir auch mal reingeschrieben, welche das sind. Ich guck mal, ob ich den Kommentar finde. Ich hoffe, ich finde den Kommentar wieder. Dann machen wir das vielleicht in naher Zukunft auch noch mal. Es ist gerade für mich ein bisschen schwierig zu planen, wenn man Videos für fast einen Monat im Voraus aufnimmt. Aber gut. So, wir ziehen jetzt mal nach links raus. Links ist eh frei. Und dann kommen wir hier an dem Scania auch vorbei. Wir haben ja natürlich in unserem Benz mehr Leistung. Ja, gut, jetzt geht es natürlich bergauf. Aber wir dürfen hier immer noch 90 fahren, das ist schon mal gut. Da hinten fährt auch ein wunderschöner zeitgenössischer russischer Bus durch die Gegend. Ein Lias. Lada Samara Polizeiauto direkt hinterher. So, und dann gucken wir mal, dass wir hier an dem Scania relativ schnell vorbeikommen. Wie viele Kilometer haben wir denn noch? Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, aber das will er mir nicht verraten. Das will er mir halt wirklich gerade nicht verraten. Ich weiß auch gar nicht, ob mehr neue Städte in dem aktuellen Update hinzugekommen sind. Ich glaube tatsächlich nicht. Es ist dann ein relativ kleines Update, aber es ist die Strecke von der Stadt, an der wir jetzt gleich vorbeifahren, bis nach Jekaterinburg. Aber es müssen ja auch nicht immer die Riesen-Updates sein. Ich meine, Qualität ist mir am Ende des Tages persönlich immer noch wichtiger als Quantität. Mir bringt eine riesengroße Map nichts, wenn sie scheiße ausschaut. Und dann habe ich lieber kleinere Updates und die nehmen sich mehr Zeit und sowas. Und dafür ist das dann im Endeffekt auch alles so, wie ich es haben will und sieht schön aus. So wie hier zum Beispiel dieser dichte Wald rechts. Vielleicht sogar einen Tacken zu dicht. Na, wobei. Ach, geht schon. Geht schon. Kann man schon machen. Kann man schon machen. So. Also. Wenn die Stadt, an der wir jetzt gerade vorbeifahren, nicht auch neu hinzugefügt worden ist, sind wir also ab jetzt dann quasi auf einem neuen Streckenabschnitt. Und ich finde, du siehst halt auch wirklich, dass die Vegetation hier auf dem aktuellen Stand ist. Also mit den ganzen 3D-Gräsern da, mit den Büschen und auch den hohen Bäumen und so. Es sieht halt irgendwie alles stimmig aus. Es ist ein sehr dichter Wald. Aber es sieht trotzdem irgendwie stimmig aus. Und ich meine, wir sind in Russland. Wo gibt es dichte Wälder, wenn nicht hier? Und ich finde es cool, dass die CBMAP jetzt. Also, dass ich jetzt weiß, was die CBMAP alles vorhat. Die haben das wahrscheinlich schon länger vor, aber ich habe es natürlich jetzt erst wieder mitgekriegt. Und da habe ich richtig Bock drauf. Wenn SCS uns schon nicht mit einem Heart of Russia DLC versorgt, weil sie mehr Wert drauf legen, politisch korrekt zu sein, in dem LKW-Simulator, wo es nur um Straßen geht und nicht um Politik, aber ist ja auch völlig wurscht. Wenn SCS uns da also so ein bisschen vernachlässigt, müssen wir uns halt mit guten Mod-Maps helfen. Und das hier ist eine davon. Kennt ihr übrigens diese YouTuber? Also es gibt ja. Ich muss mal ein bisschen lästern, aber es bleibt ja unter uns. Es gibt ja deutschsprachige ETS-2-YouTuber. Ich bin ja nicht der Einzige. Und es gibt auch zwei größere. Und einen davon finde ich ziemlich cool. Und der andere verwirrt mich immer so ein bisschen. Er hat nämlich mal gesagt, als SCS Software das Heart of Russia DLC auf Eis gelegt hat oder als die ganze Ukraine-Geschichte losging, hat er mal gesagt, ich werde im LKW nicht nach Russland fahren. Und erinnert ihr euch noch, als die mit dem Update, was kurz danach kam, ich glaube, es war die 1.44, als dann damit diese russischen Bereiche quasi, die so an das DLC andocken sollten, reinkamen, wo du dich dann mit der Flycam hinter die Absperrung teleportieren kannst. Und ich glaube, später gab es sogar noch eine Modmap, die das offiziell befahrbar gemacht hat. Ratet mal, wer das gefahren ist dann. Also ich finde es einfach interessant. Ist mir einfach nur gerade eingefallen, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ob ich irgendwas dazu sagen will, dass es Leute gibt, die sagen, nö, ich fahre jetzt nicht nach Russland, ich boykottiere das. Da ist mir das gerade eingefallen. Aber grundsätzlich die Haltung, ich fahre nicht nach Russland, ich boykottiere das. Ich lasse jedem seine Meinung. Aber ich finde diese Einstellung halt einfach schwachsinnig. Weil wem tue ich denn einen Gefallen oder wem helfe ich denn, indem ich in einem LKW-Simulator nicht in ein bestimmtes Land fahre? Das ist ja völliger Quatsch. Also das. Sorry, aber da habe ich tatsächlich kein Verständnis für. Ich hatte auch schon mal ein, zwei Leute in den Kommentaren. Und wenn da jetzt wieder einer kommt, der seine Meinung unten reinschreibt und keinen Bock auf mich hat, dann ist das halt so. Aber ich denke mir halt, Leute, wir sind doch alle erwachsen und das hier ist ein LKW-Simulator. Wenn das jetzt irgendein Kriegsspiel wäre oder irgendwas, was einen politischen Hintergrund oder einen politischen Hintergedanken hat, dann meinetwegen. Aber Leute, wir fahren ja mit dem LKW durch die Gegend. Immer mal schön auf dem Teppich bleiben. Man muss sich halt auch nicht immer zu wichtig machen. Aber gut, das ist eine Lektion, die lernen viele Menschen nicht. Das hat jetzt aber nicht nur mit ET, also auch im realen Leben. Es gibt einfach unfassbar viele Menschen, die sich selbst für unfassbar wichtig halten. Und ja, die Menschheit ist halt im Eimer, sagen wir es mal so.
wie viel Uhr haben wir eigentlich? Also gefühlt kommen wir hier gar nicht mal aus dem Sonnenaufgang raus. Ja gut, wir haben auch 7 Uhr. Wir sind, glaube ich, um 5 oder so losgefahren. Wie viele Kilometer haben wir noch? Sagt ihr mir das jetzt? 37. Okay, wir sind fast da. Also ihr seht schon auf der Map, wenn wir mal auf die Map gehen. Hoffentlich schmiert mir die Map jetzt nicht ab. Das ist mir nämlich auf meinen alten Versionen manchmal passiert. Nee, tut sie nicht. Also wir sehen, hier haben wir, glaube ich, auch noch einen Bereich, der zur Stadt gehört. Er lädt jetzt gerade die Firmenlogos und sowas nicht, aber ich denke schon. Das hier gehört auch noch zur Stadt. Das ist wahrscheinlich eine Vorbereitung aufs nächste Update des Autobahnkreuz. Und ich kann euch ja nochmal zur Einordnung verraten, wo Novosibirsk wäre. Naja, so ungefähr hier, glaube ich. Ganz grob geschätzt. Hier irgendwo, also ganz im Kopf habe ich es jetzt tatsächlich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die ETS-2-Map hier so genau ist. Aber so ungefähr da. Stell euch vor, wir haben irgendwann ganz Kasachstan befahrbar. Dann sind wir irgendwann, können wir von hier nach Novosibirsk. Oh, wäre das cool. Das wäre richtig geil. Oder wir können von hier, von Moskau hier rüber durchfahren. Das wäre natürlich auch geil. Und die Russmap wird überarbeitet und wird dann richtig gut aussehen. Och, Leute. Dann komme ich aber aus Russland nicht mehr raus. Das garantiere ich euch. So, jetzt hatte ich tatsächlich gerade einen kleinen FPS-Drop, aber ich glaube, das war tatsächlich mehr oder weniger nur ein Zufall, weil ich eben auf der Map war und jetzt wieder aus der Map rausgegangen bin und so. Da hat er sich kurz mal ein bisschen eingeschissen. So Mini-Lags habe ich gerade auch, aber nichts Schlimmes. Wenn er jetzt gerade versucht, eine große Stadt nachzuladen, dann sei ihm das auch verziehen. Dann finde ich das ja auch nicht dramatisch. Solange mir nicht irgendwie mein Spiel oder mein PC abrauscht, ist ja alles in Ordnung. Wir gucken nochmal so ein bisschen auf die Map. Okay, rechts haben wir auf jeden Fall einen Stadtteil. Da fahren wir aber nicht hin. Wir fahren jetzt erstmal weiter geradeaus. Weiß ich nicht, ob das dann so eine Stadtautobahn hier gleich wird oder so. Keine Ahnung. Ich war in der Realität auch noch nie in Jekaterinburg. Kann ich nicht beantworten. Aber was man da hinten schon so sieht an Plattenbau-Skyline und so, das ist natürlich schon sehr cool und sehr atmosphärisch. Keine Ahnung, ob es da wirklich so aussieht oder nicht, aber es sieht auf jeden Fall... Ich nehme denen das schon ab. Das passt schon. Okay, hier vorne haben wir dann auch nochmal so ein paar kleinere Häuschen. Also wir fahren wahrscheinlich eher so gerade am Stadtrand entlang. Ich weiß auch gar nicht, ob wir mehr oder weniger in der Innenstadt abladen oder in einem Bezirk außerhalb der Stadt. Und was er noch alles vorhat in Zukunft mit der Stadt hier, wenn er sagt, die ist jetzt noch nicht final, kein Schimmer. Vielleicht gibt es ja auch schon ein neues Update, bis das Video hier kommt. Weil wenn das hier jetzt 3-4 Wochen dauert, wer weiß. Vielleicht hat er dann bis dahin ja die Stadt komplett fertig gebaut und die sieht dann wieder ganz anders aus. Dann ist das Video hier im Endeffekt irrelevant. Aber mal gucken. Ich bin sowieso gespannt, was sich alles tut. Also ich versuche ja, wenn irgendwas Neues rauskommt, was wichtig ist, das dann trotzdem immer noch irgendwie dazwischen zu schieben. Wie zum Beispiel in Ford Transcontinental von Ventires, der ist ja rausgekommen als Paymod dann. Den habe ich tatsächlich auch dazwischen geschoben, obwohl ich in Videos, die danach hochgeladen worden sind, aber die vorher aufgenommen worden sind, noch darüber rede, wie sehr ich mich auf die Kiste freue. Aber gut, das ist halt, ja gut, ich muss halt vorproduzieren, weil ich jetzt momentan die Zeit habe und später nicht mehr. Und das ist dann halt persönliches Pech, aber es ist, glaube ich, auch wenig dramatisch. So, Autobahn scheint hier zu Ende zu sein. Zumindest kommt da vorne so eine kleine Auffahrt auf eine andere Autobahn oder vielleicht ist es auch ein Kreuz oder was auch immer. Auf jeden Fall waren wir jetzt gerade kurz einspurig oder sind, wenn wir gerade ausfahren würden, auch immer noch einspurig. Sieh es kommen, ich habe gleich einen Knoten in der Zunge. An dem Kreuz geht es momentan auch noch nirgendwo hin weiter, aber... Der baut ja nicht ohne Grund so große Kreuze überall hin, die du auch schon in gewisse Richtungen ein Stück weit befahren kannst. Also ich denke, der hat da schon noch, oder die, ich weiß ja halt aber nicht, ob es nur einer ist oder ob es mehrere sind. Aber ich denke, der Kollege hat da schon auch noch so ein paar Pläne. Ja, natürlich so einen typischen Fußgängerüberweg. Da müssen wir gleich mal gucken, wie die Stadt aussieht. Oder das Industriegebiet, der Außenbezirk der Stadt, wo wir im Endeffekt abladen, weil... Vielleicht macht das ja auch so, wir gehen nochmal kurz auf die Map, vielleicht macht das ja im Endeffekt auch so, dass er zum Beispiel die zwei Stadtteile hier miteinander verbinden will oder so. Ich habe wirklich keine Ahnung, was er vorhat, aber das würde in meinem Kopf irgendwie Sinn ergeben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er das ganze Layout der Stadt nochmal über den Haufen schmeißt, weil dann hätte es ja von vornherein anders gebaut, glaube ich. Außerdem ist irgendein grober Fehler aufgefallen, erst hinterher und hat dann gesagt, also gut, da kann man jetzt viel reininterpretieren, aber darum sollen sich dann andere kümmern. Die Maut erschreckt mich immer ein bisschen. Ich denke immer dann, ich fahre viel zu schnell oder so. Aber es ist dann tatsächlich nur die Maut. Bleiben Sie rechts, dann nehmen Sie die Ausfahrt rechts. So, Navi sagt es schon, wir müssen hier einmal rechts bleiben und dann die Ausfahrt nehmen. Und dann sind wir, glaube ich, in so einem Einkaufszentrum relativ weit außerhalb von der Stadt. Also wir sind jetzt nicht mitten in die City gefahren. Vielleicht machen wir das auch nochmal. Aber... Auf jeden Fall haben wir jetzt einen guten Eindruck von den neueren Autobahnabschnitten auf der Map bekommen. Und die sind ja definitiv auch... gar nicht schlecht. Wir fahren jetzt einfach mal hier auf den großen Parkplatz. Nicht, weil ich da irgendwie schon abladen will oder so, sondern einfach, weil ich noch ein Thumbnail brauche.
gucken wir mal, ob ich das hier irgendwie gebacken bekomme. Ist auf jeden Fall ein schön ausgestalteter Parkplatz. Also mit den Zebrastreifen hier, mit den Bremshubbeln davor. Und generell ist es ein sehr, sehr großer, sehr interessant ausgestalteter Parkplatz. Ich glaube, hier gehen wir gleich auch nochmal mit der Flycam rüber. Das ist auch ein Verbesserungsvorschlag, den ich bekommen habe. Dass ich bei Maps, die ich zeige, doch mal ein bisschen mehr mit der Flycam arbeiten soll. Habt ihr auch recht. Muss ich mir halt nur angewöhnen. Aber grundsätzlich stimme ich euch da schon zu. Das ist es nicht. So. Dann würde ich sagen, halten wir mal kurz an und gucken uns mit der Flycam hier um, was es hier noch so für schöne kleine Details gibt. Zum Beispiel hier das Pizzahaus mit den schönen Stühlen und Schirmen davor. Die ganzen Fahrzeuge, die hier parken, die passen natürlich auch perfekt hierher. Ich meine, muss ich euch nichts weiter zu erklären, oder? Und auch hier diese kleinen Steine und sowas, das ist schon alles ziemlich cool gemacht. Das sind halt auch Details, die sind nicht selbstverständlich auf einer ETS-2-Map. Auf gar keinen Fall. Hier hast du auch so kleine Zwischenwege, das heißt, du kannst übers IKEA-Gelände geradeaus drüber ballern und dann kannst du hier zum Beispiel zu Obi fahren oder sowas. Oder hier zur Metro rüber. Es ist schon cool, es ist schon geil gemacht. Hier haben wir auch noch Trailer stehen und das ist schon mega interessant gemacht, dieses Einkaufszentrum hier allein. Hier im Metro typisch, kennen wir ja in Europa auch so, die haben so überdachte Parkplätze oft, kennt man ja auch vom Selgros oder so, also von vielen Großmärkten. Und was haben wir hier? Haben wir wahrscheinlich noch so einen kleinen Wendepunkt. Ja, genau, hier können wir halt einmal drehen, wenn wir aus Versehen hier hingefahren sind. Mehr können wir hier aber noch nicht machen. Aber hier hinten, ja, sieht aus der Nähe komisch aus, aber schaut euch mal hier die Details an, die Paletten, die hier stehen und der Markt und so. Das ist ja auch alles, ist ja nicht vom Himmel gefallen, das ist ja auch, glaube ich, nicht schon in den Standard-Assets vom Spiel drin, sondern das haben die sich wahrscheinlich wirklich selber gebaut. Und das ist schon ziemlich cool. Also vielleicht fahren wir dann demnächst auch nochmal in ein anderes Ende, an eine andere Ecke der Stadt. Einfach nur, um das auch mal gesehen zu haben. Vielleicht dann mit dem Ford Transcontinental, auf den habe ich sowieso momentan mega Bock. Und ich weiß ehrlich gesagt momentan nicht, wo ich den fahren soll. Aber da werden wir schon was finden. So, unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald, aber das sollten wir ja schaffen. Wir müssen ja hier nur einmal um Pudding fahren. Ich glaube, das Navi könnte tatsächlich tendenziell ein bisschen zu laut für euch sein. Aber gut, wir werden es alle überleben. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich auf neue Updates von der Map. Und das Einzige, worum wir uns jetzt noch kümmern, ist tatsächlich einen Parkplatz zu finden. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir hin können. Also auch cool, dass hier so viele Firmen auf einem Haufen sind. Wir haben die Metro hier, wir haben... Wie heißen die Firma hier nochmal? Aurach oder so ein Quatsch. Und wir haben da hinten noch ein Obi, da können wir aber, glaube ich, nicht abholen und anliefern, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt, da wo wir sind, haben wir natürlich den IKEA. Also so ein wirklich großes und, finde ich, auch glaubhaftes, authentisches Einkaufszentrum. Und dann packen wir unsere Maschine noch ein, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.